Jetzt beginnt die härteste Prüfung ever, ever, ever. Ich will gar keinen Traumprinzen. Wer das sein könnte, der hier absagt. Und los geht's. Nur ich habe ein echtes Problem. Ich habe Magen, Darm und alles und der Tag war sprichwörtlich für einen Eimer. Aber heute hätte ich gerne ein Klo to go gehabt. Dann hätte ich auch zu dir kommen können. Wir hatten noch jemanden eingeladen in diese Sendung und da gab es auch eine Überraschung. Und als ich dir gesagt habe, Desiree Nick kommt heute in die Sendung, hast du gesagt, oh toll, da freue ich mich drauf. Deswegen, ich bin ja da, wo ist sie denn? Sie hat mir eine WhatsApp geschrieben. Ich arbeite am Staatstheater. Ja. Sorry. Es ist unerträglich, diese Verlogenheit ist ein Umfeld, wo ich aussteige. Das ist natürlich, hart. Und dieses ganze, und dieses ist mir doch egal. Ihr guckt, wir passen nicht zusammen, ist egal, aber ich bin trotzdem da. Und die Leute, die mich hassen, die hassen mich halt. Wie man sieht, ja. Desiree Nick zum Beispiel. Unglaublich viele Gäste, ist gerade ein bisschen übertrieben, denn neben mir sitzt nur die Stöckel. Und? Grüßerchen! Ihr müsst mir das doch auch sagen! Ja, ich hab's dir ungefähr 15 Mal gesagt vorhin. Was glaubt ihr, was da drin ist? Ich weiß nicht, Strümpfe oder so? Strümpfe. Es ist kalt und hart. Kalt und hart. In Silvio, der zu lange im Kühlschrank war, würde ich sagen. Es wird die härteste Dschungelprüfung. Ja, es wird die härteste. Und ihr seid dabei, freut ihr euch? Total! Das ist eines der schönsten Momente, die ich in meinem Leben je erlebt habe. Wir wollten für Marc eigentlich die Dschungelkrone hier präsentieren und sie ihm auch aufsetzen. Und heute Morgen haben wir hier das ganze Studio nochmal aufgeräumt und diese verfluchte Krone gesucht. Vielleicht haben Sie sie ja gesehen. Die Krone war verschwunden und drei Tage später sehen wir diese Anzeige hier in der BZ. Da hat sich Walter Freiwald wohl scheinbar unsere kleine Krone stibitzt. Ja. Nimm mir mal bitte. Ist gut, mein Schatz. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr auf mich. Oh, jetzt pinkelt er noch. Oh ja, jetzt ja. Hat er wirklich auf die Hose gepinkelt. Ja. Lange. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt was mit dir gehabt, das hättest du jetzt schön hier erzählt. Natürlich hätte er das erzählt. Dann wärst du jetzt in einer Vita mit Tatjana Xell zum Beispiel. Klaus, ich bin dir bis auf die Toilette gefolgt, ich hoffe, das ist okay für dich. Apropos Toilette, Tatjana Xell, da bimmelt was bei dir, oder? Ja, war auch auf der Toilette, ja. Also im Zimmer von Michael Ammer, Aftershow-Party, Aftershow. Okay. Wie kriegt man eine, Achtung, Tatjana Xell eigentlich rum? Ja, keine Ahnung, ein bisschen Schaum habe ich ja auch. Wahrscheinlich hat es ihr gefallen und deswegen, warte, ich muss das mal abschütteln. Ja, hübsche Frauen machen mich immer an. Ich bin keine Frau. Ich lasse dir eine hier und das Mikro. Zurück zu dir, Ingo und Evelyn. Evelyn, was machst denn du hier? Oh mein Gott, habe ich das gerade richtig verstanden? Er hat mit ihr geschlafen für seine Vita? Ihr solltet nicht Telefonnummern in der Sendung austauschen, weil die Mikrofone die ganze Zeit offen sind. Hätte ich Evelyn Bodecki sagen müssen, die hat das gerade getan. Ich glaube, sie hat dir die Nummer gegeben, oder? Scheiße. Also noch mal ein bisschen zurückspulen. Alle hat dann Nummer. Einmal musst du noch putzen, weil ich sehe da noch sehr viele Flecke drauf. Okay, das kann ich jetzt nicht mehr nochmal. Voll peinlich. Die Ratten haben die meisten von den Würmern schon gefressen. Unter den Würmern befinden sich 8 Zettel. Wer das Ja zieht, bekommt von mir den Drink des Grauens. Wieder will ich dich reingreifen. Oh, ich komm nicht ran. Ich will auch was. Gib mir auch eins. Hörst du so ein Ding? Ziehst du für mich auch ein? Da ist gar kein Zettel. Doch, ich suche. Nein. Das ist der Drink des Grauens. Hier ist der Kümmel. Ein bisschen Tomatenmark, Senf, Gurkenwasser. Schön riecht's auf jeden Fall nicht. Einfach runter, Julian. Einfach runter. Jawohl. Boah, ich krieg schon ein Brechreiz von einem Schluck. So trinkt ein Dschungelkönig den Drink des Grauens. Der kommt nicht mal bei mir an. Deswegen ist man ja auch Dschungelkönig geworden. Ex oder nie mehr Sex. Dagegen waren die Prüfungen von Sarah Knappig gar nichts. Das sind unsere höchstpersönlich gebastelten Kotztüten, falls es jetzt ganz schlimm wird. Wir haben für 10 Euro eine Dose abgelaufenen... Und der ATL
Surströmming gekauft. Das ist der ekligste Fisch der Welt, richtig? Genau, das ist verfaulter Hering. Das ist nicht feierlich. Das ist wirklich eklig. Du musst das zusammendrücken, Ingo. Jetzt geht der Wohlfall. Mach mal da rein. Ingo! Mach zu. Tschüss. Oh. Das war die Dschungelshow. Warum bleiben die da alle freiwillig drin? Ich dachte, wir müssen eigentlich die Tür zuhalten. Wir haben abgeschlossen. Tschüss.